Sehr verehrten Damen und Herren, dann dürfen wir Sie herzlich begrüßen zum Pre-Opening, wie es schön heißt, jetzt des Greenfield-Angebotes in Willingen. Wir sind knapp vor der Eröffnung mit dem Bike Festival. Soll der Parcours, die Strecken auch in Funktion genommen werden. Die Strecken wollen wir Ihnen heute im Detail nochmal vorstellen. Insgesamt sind es ja 6 Teilstrecken mit verschiedenen Formaten und Anforderungsprofilen. Dazu werden die Experten gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Für uns ist Willingen wichtig in dem Aufbauprozess des Greentrail-Projektes. Wir wollen ja sehr zügig mit Korbach, Diemelsee und Willingen ein erstes Cluster bilden, sodass wir dann auch eine gute Angebotsstruktur für die Gäste dann werden präsentieren können. Die weiteren Trails kommen dann ja sukzessive. Dazu gehören viele Themen abseits des eigentlichen Bauwerkes. Es geht darum, die Verbindungsstrukturen auch mitzudenken. Das geschieht schon. Das heißt, wie komme ich dann, wenn ich es denn möchte, von einem Trailpark zu den nächsten? Das ist jetzt soweit auch im Werden begriffen. Sehr umfangreich sind jetzt die Arbeiten, was die Marketingkampagne betrifft. Wir werden eine Progressive Web App sehen. Wir werden den Rollout unserer Marketingkampagne jetzt sehen. Wir können jetzt schon feststellen, dass wir wichtige Kooperationspartner, weitere, gewinnen konnten, was das Marketing-Thema betrifft. Dazu heute aber noch nicht so sehr viel verraten, aber es ist ein namhaftes Unternehmen aus der Region, das eine gewisse Affinität zu dem Thema Radsport und Radmobilität hat, mit dabei, was uns in besonderer Weise natürlich freut. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, erstmal allen herzlich Danke zu sagen. Das Projekt ist außerordentlich eng getaktet. Das gilt für das Planungsverfahren, für das Genehmigungsverfahren. Das Büro Bioline möchte ich hier namentlich nochmal nennen, dass er die wesentlich koordinierende Funktion hat. Das Team von Matthias Schäfer, aber auch die Trailbauer, Herr Schneider ist an meiner Seite, die sich jetzt wirklich sehr routiniert in diese Abwicklung hineinbegeben haben. Es ist wirklich beeindruckend festzustellen, wie reibungsarm tatsächlich solche Projekte dann entwickelt werden, die scheinbar einfach zu sein scheinen, aber hochkomplex sind. Das muss man tatsächlich feststellen. Ich sehe verhaltenes Nicken, aber wenn hier fertige Arbeit vorgestellt werden kann, das Schöne ist, wenn das dann Bürgermeister und Landräte machen, dann haben sie die Aufgabe, dann eher so den Blick nach vorne zu richten und sich so sehr nach hinten. Aber das läuft wirklich sehr routiniert. Tolle Arbeit, die da geleistet wird. Dieses tolle Niveau braucht man jetzt auch weiterhin, weil wir haben uns ja ein ehrgeiziges Setting vorgenommen, wie die weiteren Trailparks dann auch pünktlich fertig werden sollen. Das ist ein hohes Qualitätsniveau, was wir uns dort abverlangen, aber das haben wir bisher in wunderbarer Weise auch geschafft. Ja gut, lieber Jürgen, vielen Dank. Ich kann das relativ kurz machen nach den Worten, die du jetzt hier gesagt hast. Du hast das Wichtigste und viel gesagt. Ich selber für meine Person kann nur sagen, ich freue mich sehr. Für mich ist das heute ein bedeutender Augenblick, dass wir, nachdem wir die ersten Streckenteile in Korbach fertiggestellt haben, jetzt auch hier in Willingen weitere Streckenteile der zukünftigen Green Trails Gesamtstrecken in Betrieb nehmen werden. Wir fangen jetzt in Kürze an, in Diemelsee zu bauen, sodass das Projekt auch da weitergeht. Für mich ist das eine Herzensangelegenheit. Ich als Touristiker sage ich immer, wenn wir Gäste haben wollen, müssen wir erstmal das Angebot haben. Wir können nicht auf Gäste warten, wir müssen Angebote schaffen, damit die Gäste kommen. Das Thema Mountainbike ist ein Megatrend im Bereich der Freizeitwirtschaft, ein Riesentrend, auf den wir mit diesem Projekt aufspringen wollen. Das war seinerzeit die Strategie. Ich denke, die Qualität, in der wir das Ganze angegangen sind und jetzt auch herstellen, ist herausragend, sodass wir da am Tourismusmarkt in diesem Bereich oder überhaupt in diesem Freizeitsegment mit Sicherheit eine sehr bedeutende Position hier in Deutschland einnehmen werden, wenn wir dieses Projekt mal komplett fertiggestellt haben. Und das ist für mich auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Veränderungen am Tourismusmarkt sehr wichtig. Wir wissen alle, wir haben es mit Klimawandel zu tun, die Winter werden durchwachsener. Wir brauchen oder wir müssen touristisch hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg auf Alternativen setzen, die wir auch gut leisten können. Und da ist das Thema Mountainbike für uns wie gemacht. Destination quasi so ein bisschen einen eigenen Charakter kriegt, obwohl die Trails von der Schwierigkeit her immer gleich sein sollten, ist es trotzdem so, dass jetzt hier das in ein bisschen sportlichere Richtung geht teilweise. Weil das einfach auch besser zu der Zielgruppe passt, die teilweise schon hier ist. Aber die Strecke sind trotzdem so gebaut, dass jeder
der einigermaßen ein Fahrrad fahren kann, auf der eine Strecke Spaß hat. Und damit erreicht man halt eine riesige Zielgruppe. Der Markt, gerade E-Mountainbike, der ist riesig. Die Industrie, ich sage das immer wieder, die rechnet damit, dass sie 30 Millionen Bikes verkaufen in den nächsten Jahren. 300 Millionen E-Bikes. Das heißt, wir haben wirklich eine riesige Zielgruppe, die die Strecke hier nutzen kann. Und so sind die eben auch gebaut. In Willingen die besondere Topografie. Wir haben einen relativ hohen, großen Höhenunterschied mit über 200 Meter Höhendifferenz. Wir müssen also einmal von unten nach oben und wieder runter. Das alles in einer vernünftigen Streckenlänge, auch mit Blick natürlich auf die Kosten. Und so haben wir dann zu Beginn einen 4,1 Kilometer langen Uphill, der sich aber sehr abwechslungsreich fährt. Das besondere Kennzeichen ist, der geht nicht nur bergauf permanent, sondern hat auch entlastende Abschnitte im Bergauffahren. Man merkt also gar nicht, wie man diese Strecke überwindet, diese Höhenmeter am Ende. Dann haben wir einen kleinen Verbindungstrail, der etwas hier unterhalb an diesem Forstweg auskommt, als dritten Trail sozusagen in der Reihenfolge. Hier 700 Meter mit ca. 50 Höhenmetern, sehr entspannt in einigen Kurven bergauf, bevor man dann auf das letzte Stück geht, Richtung Ettelsberg, den MTB History Trail, wo dann die Geschichte des Mountainbikens in Willingen demnächst noch erläutert wird. Und dann, will nicht sagen das Highlight, aber eines der Highlights, am Ende geht es circa 4,7 Kilometer in zwei Trails aufgeteilt, wieder bergab, fast vom höchsten Punkt des Ettelsbergs wieder runter ins Hoppecketal, zum, grob gesagt, in Nähe des K1 Parkplatzes, über 4,7 Kilometer und circa 200, 220 Meter Höhendifferenz bergab, also im Mittel maximal 5,5% ungefähr. Das heißt auch wieder sehr moderat bergab mit etlichen Kurven, die viel Spaß machen und immer Sicherheit und das besagte Flow-Gefühl gewähren. Da würde ich auch nochmal gerne mit dir. Ich kann auch gerade für Sie nachher auch irgendwo noch mal um die Ecke fahren. Aber